gerade ein bisschen am Moderieren, deswegen gehe ich dazwischen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mal Zeit haben, mal in Ruhe, wenn wir uns hier ein Zwiegespräch liefern können. Denn meine Informationen sind einfach dahingehend, dass seit Jahren Milliarden von Euro in die Ukraine geflossen sind von westlicher Seite, dass die Krim ein Referendum gemacht hat, ein richtig demokratisches mit 97% Wahlbeteiligung, wo auch ein OECD-Beobachter davon berichtet, dass dann alles freiheitlich abgegangen ist und dass ich die Propaganda eher auf der westlichen Medienseite sehe. Aber ganz ehrlich, heute Abend sprengt das jetzt hier den Rahmen. Wir haben ein gewisses Programm, wir wollten jetzt eigentlich noch ein bisschen locker den Ausklang machen. Ja. Müsst ihr natürlich entscheiden, nur auch hier, es geht um Blickwinkel und herauszufinden, was passiert. Ich tue nicht, ich kann auch hier nur von mir reden, nicht die Schuld allein der NATO hingeben. Ich sage nicht, dass der Putin unschuldig ist, aber wenn ich sehe, dass da unten Streubomben gegen Zivilbevölkerung eingesetzt werden und Schulen nach Goebbels benannt werden, da kann ich nicht davon sagen, dass das ein kleiner, ne? Also das sind solche Sachen. Ne? Jetzt, also wenn, dann machen wir jetzt aber der Reihe um, aber bitte die Achtsamkeit, wir wollen jetzt nicht, dass es eine Diskussion wird, das springt total den Rahmen heute Abend und führt uns auch nirgendwo hin. Ich möchte nämlich eine Sache noch ganz kurz dazwischen schieben. Nochmal die Erinnerung. Am 13., also nächste Woche Sonntag, ist das Foodsharing-Picknick. Denn uns geht es hier auch um Lösungen, wie wir den Frieden vorantreiben können. Und Foodsharing, den Überfluss der Lebensmittel, die wir wegwerfen, zu beseitigen, ist da ein ganz wichtiges Ding. Da ist jeder herzlich eingeladen, der sich einfach mal ja, schlau machen möchte, was man da so machen kann. Und am Abend hat jetzt aber einfach der Kosterhose erst. Ich sag zwei Worte, aber ich muss eine Diskussion eröffnen. Also ich möchte eigentlich nur noch sagen, arbeitet einfach nicht für die NATO, arbeitet oder lebt einfach so, dass diese Leute nicht von euch profitieren können. Fertig. Ich weiß ja nicht, sollen wir da jetzt einfach mal noch drüber reden? Was meint ihr dann? Ich will ja gar nicht sein, der was vorgibt. Wie ihr mögt. Ich würde das halt gerne in Ruhe gerne auch mal machen wollen. Ne? Also, jetzt ist halt ja alles übers Knie gebrochen hier. Wir sind herzlich eingeladen, will ich damit sagen. Ich freue mich, über die fundierte Meinung. Ich freue mich sehr, dass so eine Diskussion hier mitten in der Stadt zustande gekommen ist. Ich bin jetzt völlig spontan dazu gekommen. Ich möchte noch zu diesen Geldern, die geflossen sind in die Ukraine oder angeblich geflossen sind, etwas sagen. Ich kann nicht sagen, wie viel und was geflossen ist und ich denke, die meisten von uns können das nicht. Aber ich kann Ihnen von einem Projekt erzählen, das ich selbst koordiniert habe, geleitet habe in den 90ern, wo die Ukraine im Mittelpunkt stand. Das Projekt war von der VW-Stiftung beziffert mit, lassen Sie mich noch denken, damals. Na gut, ich kann jetzt diese Zahl, ich will jetzt nicht eine Zahl hinstellen, weil ich mich dann nicht erinnere. Es ging darum, eine Stelle wurde damit finanziert für 3 Jahre und es wurden Reisekosten finanziert und 3 Konferenzen. Also können Sie sich den Beitrag etwa vorstellen. Es ging damals darum, neue Schulbücher in der Ukraine in den Fächern Geschichte und Sozialkunde zu entwickeln. Damals war die Situation so, dass neue, junge Historiker diese Schulbücher schreiben wollten, aber sie hatten kein Geld dafür. Die Verlage fingen sich an, gerade zu gründen. Und damals in dieser Entwicklung stand Russland ganz vorne. Also die Zivilgesellschaft in Russland in den 90er Jahren war sehr, sehr stark entwickelt. Sie hatten also schon 99 eine Vielfalt von Verlagen und Schulbüchern und viele Schulbücher für das gleiche Schuljahr. Ich erinnere, im Kommunismus, an das Putin jetzt, an den Putin jetzt anknüpft und an dessen Gesellschaftsvision Putin jetzt anknüpft, gab es für jedes Schuljahr, für jede Klasse nur ein Schulbuch. Es gab keine Wahl. Die Wahrheit hatte nur einmal vorhanden zu sein, damit sie einfacher zu kontrollieren war. Wir haben also damals mit diesen Geldern der Volkswagen-Stiftung die Schulbuchautoren aus solchen Ländern wie in Russland, die Ukraine, Moldova, Belarus, Georgien zusammengebracht und sie auch zusammengebracht mit Kollegen aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Frankreich. Und da sind Gelder geflossen. Das stimmt. Aber
sind das, das kann man nicht in den einen Topf werfen mit irgendwelchen Spionagegeldern oder irgendwelchen Geldern für Rüstung. Ja, es gibt zahlreiche wichtige Zivilprojekte, die jetzt auch nochmal hoffentlich zunehmen, die friedenserhaltend sind. Und dafür muss Geld kommen aus der westlichen Welt. In dieser Region übrigens auch zur Stärkung der Zivilgesellschaft in Russland. Die Emotionen, die jetzt in Russland durch die Medien, die von Putin beherrscht werden, entfacht werden, das sind leichte Emotionen. Glauben Sie mir, ich spreche Russisch, ich spreche Ukrainisch. Ich verfolge diese Medien auf beiden Seiten und auch die polnischen Medien und die deutschen Medien jeden Tag. Glauben Sie mir, die Medien, die unter Putins Kontrolle in Russland stehen, und ich lese sie im Original, sie haben eine Berichterstattung, die dafür da ist, sehr primitive, nationalistische, sie nennen das patriotische, aber es ist in meinen Augen einfach nationalistische Gefühle zu wecken. Es geht darum, dass in weiten Teilen des Landes, also Russland, gilt auch für die Ukraine, aber in Russland gibt es kein warmes Wasser oder überhaupt gar kein Wasser. Es gibt wirklich schwere Lebensbedingungen. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion ging es vielen Menschen in dieser Region einfach sehr, sehr schlecht. Und viele Regionen haben sich bis heute nicht erholt. Und wenn man den Menschen jetzt sagt, okay, du hast kein warmes Wasser oder du hast vielleicht gar kein Wasser, du musst Wasser ja mit dem Eimer holen, aber du bist Mitglied einer großen, starken Nation, ja, da freuen sich die Menschen. So sind diese Medien strukturiert. Es gibt in Russland auch andere Medien. Und es gibt in Russland auch wirklich kritische Eliten, auch gegenüber der NATO kritisch, aber auch gegenüber dem Putin kritisch. Wirklich hervorragende Intellektuelle. Es geht also um Gottes Willen nicht darum zu sagen, hier die Ukraine super toll, Russland angreifen. Nein, wir müssen uns lösen von diesen einfachen Mustern. Aber wir müssen, um auf das Geld zurückzukommen, Projekte zur Förderung der Zivilgesellschaft unterstützen. Und das Geld muss da durchaus fließen. Dankeschön. Also ich will dazu, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich immer schwer, wenn da so ewig lange Vorträge sind, um dann wieder zum Punkt zu kommen. Wir stehen hier, weil wir Frieden wollen. Das mal zuallererst ist. So, und es ist mir egal letztendlich, ob es die NATO oder der Putin ist. Die sind alle in Ebenen, die nichts mehr irgendwie mit dem Volk zu tun haben, habe ich das Gefühl. Ja? So, und es gab halt dieses Video von, ich weiß nicht mehr genau wer, sie ist ja online zu sehen, wo rechts und links die Sponsorenschilder stehen, wie viele Milliarden Euro zur Destabilisierung der Bevölkerung und der Zustände in der Ukraine geflossen sind. Das haben die offen zugegeben. So. Und wie gesagt, ich empfinde da immer die deutschen Medien auch sehr propagandalastig. Warte, kannst sofort, dann darfst du. Das kommt mich total durcheinander. Also auch die, wie soll ich sagen, ich empfinde das, was die NATO und die EU macht, A, nicht als eskalierend. Ja, also ich erkenne da keine Deeskalationsmaßnahmen. Ja, genauso wenig von Putin, aber was soll er machen? So, und auf der anderen Seite, was wollen denn die Menschen da unten? Wir stehen auch hier mit auf der Straße, weil es in der EU so scheiße läuft, weil das keine Demokratie ist. Weil die uns Sachen bestimmen von Menschen in Brüssel, die wir noch niemals zuvor gesehen haben, die keiner gewählt hat. Also was wollen denn die Ukrainer von der EU? Haben die es nicht verstanden? So, das ist... Ja, als erstes wollte ich mal sagen, dass meiner Meinung nach haben sie einen großen Fehler begangen. Und zwar haben sie gesagt, sie haben über Putins innenpolitische Probleme gesprochen, vor allem in Russland. Als erstes sollte man nicht innenpolitische Themen mit außenpolitischen Themen miteinander mischen. Das haben sie gemacht. Denn da könnte man genauso auch die deutschen innenpolitischen Themen aufgreifen. Und die sind riesengroß, vielleicht sogar noch größer, dass dort irgendwelche teilweise warmes Wasser fehlt. Hier fehlt es auf allen Ecken und Kanten. Und diese Themen werden ja nicht angesprochen. Des Weiteren, wenn
wie gesagt, Sie haben, mit diesen 5 Milliarden, ne? Es waren 5 Milliarden, das hat Frau Nuland, die Europabeauftragte oder Abgeordnete von Obama gesagt. In einer Pressekonferenz, die wurde gefilmt, die kann man auf YouTube sehen, und sie stand zwischen ExxonMobil, ich glaube, zwei ExxonMobil und Chevron. Das sind zwei große Energiekonzerne in den USA, die sich jetzt schon Rechte am ukrainischen Gas gekauft oder ergriffen haben. Und das kann man nicht bestreiten, dass sie einfach geopolitische Interesse da haben. Das hat doch gar nichts damit zu tun, ob es dem Volk in Donetsk oder in der Ukraine gut geht. Das ist denen doch scheißegal. Und ich finde, dass sie haben gesagt, sie lesen die deutschen Medien, die russischen, und zwar jeden Tag. Und da ist, okay, und auch die ukrainischen. Und da ist zum Beispiel, welche deutschen Medien lesen sie denn? Die Mainstream-Medien, die sehe ich auch, und dann lache ich mich kaputt, was da für Lügen verbreitet werden. Das ist doch... Sie sollten, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgen, vielleicht alternative Medien, die eben nicht über finanzielle Mittel, über die Banken und welche Institutionen oder halt die Atlantikbrücke, die dadurch finanziert werden. Solche Medien sollte man aufgreifen, die halt nicht finanzielle Ziele verfolgen oder eben nicht gelenkt werden durch diese Institutionen und Firmen und so weiter und so fort. Und das, und wo Sie auch gesagt haben, dass auch zivile Projekte gefördert wurden durch die VW-Stiftung, das ist ja alles schön und gut, aber das sind private Investitionen, private Stiftungen. Wir, Frau Nuland, die Europaabgeordnete, das waren staatliche Gelder, die da geflossen sind. Welches Interesse verfolgt denn die USA, damit sie 5 Milliarden US-Dollar, vielleicht sind es auch Euro, ich weiß es nicht, da reingesteckt hat? Das kann doch nicht sein, ja, damit dort Demokratie herrscht, sondern damit die Ukraine sich gezielt von Russland abspaltet, damit das NATO, der Puffer der NATO noch größer wird, damit die NATO noch mehr Einfluss hat in der Ukraine. Das hat nichts damit zu tun, dass der ukrainischen Bevölkerung es besser geht dort, ne? Ich habe dort auch Verwandte, ne? Ich komme auch aus der Ecke dort, ne? Und ich kann auch mit denen telefonieren oder was auch immer, die sagen, die besteht mir. Denen ist es im Prinzip total egal. Den meisten ist es total egal, ob die zu Russland gehören oder zur EU. Das ist denen wirklich total egal, weil die sind schon mit dem wenigsten eigentlich zufrieden. Ne? Und sie haben gerade auch Putin kritisiert, ne? Dass die staatlichen Medien, oder halt allgemein, viele Medien sind ja staatlich, das ist ja mal so. Gut. Ja gut. Wie viele Lügen haben Sie denn aufgedeckt von den? Wie viele Lügen haben Sie denn aufgedeckt? Ne, Moment, ich bin noch nicht fertig. Wöchentlich kann man im Internet sehen, welche Lügen die ARD und die ZDF und wie die alle heißen, die Welt, welche Lügen die verbreiten. Und ich finde, da sollte man hier anfangen. Das wären wieder innenpolitische Themen, die man hier aufgreifen sollte, dass die Medien, dass die Berichterstattung eben nicht objektiv ist, sondern gezielt ist und Tatsachen einfach mal hier verschleiert werden, die die Bevölkerung nicht wissen soll. Ne? Und Sie, gerade Sie als Dozentin, ne, habe ich es richtig verstanden, an der HTW, an der Uni, Entschuldigung. Gerade Sie sollten das eigentlich wissen. Ne? Ich weiß nicht, für welches Fach oder in welche Richtung. Wie bitte? Slavisti. Okay, gut. Dann müssen Sie sich eigentlich perfekt auskennen in der Sache. Ne? Ja, aber anscheinend tun Sie es nicht. Oder? Und auch kurz was zum Referenz. Sie haben gesagt, Putin hat sich die Krim geschnappt. Ne? Nicht wortwörtlich, aber Sie haben das im übertragenen Sinne so gesagt. Ne? Jetzt möchte ich Sie mal was fragen. Wieso regt sich die ganze Presse darauf auf und akzeptiert es nicht, dass die Krim, dass dort ein Referendum durchgeführt wurde? Ne? Hat niemand akzeptiert außer Russland, richtig? Also bejahen Sie das. So, warum wurde am gleichen Tag ein Referendum in Venedig durchgeführt und das hat keinen Arsch interessiert? Das hat auch jeder akzeptiert. Wieso? Weil es nicht gewollt ist, dass die sich abspaltet. Weil sie... Und in Venedig ist es total egal, ob die sich abspaltet oder nicht, denn die haben gar keine, die haben keine Rohstoffe. Oder haben sie dort Rohstoffe? Meiner Meinung nach nicht. Sie haben Wasser. Sie haben Wasser. Ja, schön, da sollte man hier abknüpfen. Hier soll Wasser privatisiert werden, genauso wie in den afrikanischen Ländern. Das wird alles privatisiert. Darf ich als Moderator nochmal dazwischen? Also ich möchte einfach nochmal die Frage an alle stellen. Wir haben jetzt eigentlich noch eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Wie gesagt, ich würde das gerne mal in Ruhe
dass wir uns mal hinsetzen und da gerne auch mal eine Stunde dafür geben, wo man darüber redet. Aber es bringt halt nichts mehr, jetzt versuchen, uns gegenseitig davon zu überzeugen. Also ich gab gern jeder noch ein Schlusswort, so, aber eigentlich war ja die Frage halt, warum bin ich hier? Darum war eigentlich das offene Mikro da. Okay, warum bin ich hier? Wir haben in Europa mehrere ethische Grundsätze, die ich vom Herzen bejahe. Der eine ist, und den vertreten Sie hier, man soll zunächst vor der eigenen Tür kehren. Man soll mit sich selbst anfangen. Und das finde ich richtig. Ja, man soll erstmal schauen, bevor man den anderen kritisiert, bevor man Russland kritisiert oder sonst jemand, muss man schauen, ist hier alles in Ordnung. Ja? Das ist auch mein Grundsatz. Völlig okay. Aber wir haben noch einen anderen Grundsatz. Und der lautet, dass Menschen ein Selbstbestimmungsrecht haben. Und dass Menschen, die schwächer sind, dass denen auf diesem Weg zur Selbstbestimmung Unterstützung zukommt. Das Referendum in der Krim, das wäre eine super Sache gewesen, wenn das innerhalb der internationalen Prozeduren vorbereitet gewesen wäre, wenn das ohne Panzer, ohne Soldaten stattgefunden hätte. Und ich habe da auch meine Quelle, auch dort vor Ort. Es gibt da immerhin die ursprüngliche Bevölkerung, die Krim-Tataren. Es war im 18. Jahrhundert, als die Krim an Russland fiel, kam, erobert wurde. Diese Bevölkerung, diese ursprüngliche Bevölkerung, wollte Russland nicht haben, aufgrund der Geschichte, aufgrund der Verbannungen. Sie wurden nach Kasachstan verbannt, sie haben mit Russland grausamste Erfahrungen gemacht. Sie wollten, wenn wir den Grundsatz nach Selbstbestimmung befolgen in Europa, und ich hoffe schon, dass wir das tun, auch als, das eine sind die Eliten, aber wir als Gesellschaft und das, diese Versammlung beweist das, ja, dann müssen wir solche Referenden, solche Situationen entlang der feststehenden, transparenten und international überwachten Prozeduren stattfinden lassen. Das geht nicht, zack, hier, ich rolle hier Panzer auf, ich unterstütze, selbst wenn das 70% Menschen gewesen sein sollten, die für eine Vereinigung mit Russland gewesen sein sollten. Ich schätze, das sind vielleicht in der Krim tatsächlich 70, sogar 75%. Ich denke, 3/4 ist für Russland, ja. Aber das war nicht frei. Es war zum Beispiel gar nicht erörtert. Ja, natürlich können wir das, aber der 30-jährige Krieg liegt lange zurück. Das Referendum in der Krim. Ja schon, aber mir geht es jetzt darum, dass nicht bedacht wurde bei diesem Referendum, was passiert mit der Bevölkerung, die dagegen ist. Wenn das innerhalb der geltenden internationalen Prozeduren geplant gewesen wäre, das sind die ethnischen Ukrainer, das sind Juden, das sind Krim-Tataren und das sind andere Ethnien, die auf der Krim leben. Die Krim-Tataren haben sich nicht beteiligt an den Referenden. Also Sie haben gerade gesagt, dass es internationale Prozeduren gibt. Ne? Welche meinen Sie denn? Welche Vorbereitung? Meinen Sie, dass die Wählerlisten? Keine Wählerlisten. So, dann kann ich Ihnen sagen. Ich meine vor allem Gespräche mit Natürlich hätte man das vielleicht diskutieren sollen. Ne? Ja, müsse. Wieso wird dann über die Ukraine diskutiert, aber es werden keine pro-russischen Befürworter da eingeladen? Ist doch genau das Gleiche. Ne? Wurde dieser runde Tisch, der mit Herrn Steinmeier gemacht wurde, das ist doch ein Witz. Wo ist sie denn Mitglied? Die wurden aus dem G8 ausgestoßen, anstatt die mit, trotzdem mit einzubeziehen.
Entschuldigt bitte, aber das ist jetzt eindeutig ein Zweiergespräch. Es freut mich sehr, wenn ihr euch so sehr engagiert, aber macht das doch gerne dann noch weiter, ja? Also ich kann dazu abschließend nur noch meinen Blickwinkel halt sagen, als in der Ukraine, als in Kiew dort die Regierung sich an die Macht geputscht hat, gewaltsam, definitiv, mit Toten, dort wurde nicht nach einem Referendum gefragt. Und für die Krim hätte es in der Situation gehießen, genau bei denen erstmal nachzufragen, die sich gerade gewaltsam an die Macht gepusht haben, dürfen wir uns selbst entscheiden, wem wir zugehören. Und zum damaligen Zeitpunkt waren die rechtsextremen Kräfte noch viel aktiver als jetzt. So, sieht man Odessa, dieses Schlachten, dieses Massaker, was dort gemacht wurde. Von daher finde ich das schon Aufklärungs- und Redebedarf, aber so etwas könnte man wirklich mal ausarbeiten mit auch Videobeiträgen, wo man einfach sagt, okay, gucken wir uns das doch mal an, was der OECD-Beobachter sagt, der da unten dabei war. Und dann reden wir darüber. Und doch, die waren dort. Wurden nicht reingelassen. Das waren die angeblichen Beobachter, die eigentlich zum BND gehören. Das waren nochmal andere. Aber ich würde jetzt einfach einladen, alle nochmal gerne, auch dich und auch dich, dass wir uns noch gemütlich zusammensetzen, noch ein bisschen Musik machen, den Abend ausklingen lassen. Das ist wirklich nur noch eine Viertelstunde, 20 Minuten. Der Bommel wollte noch was sagen. Und dann, aber vielen, vielen Dank und gerne mal in Ruhe öfter und wir freuen uns auch über solche Diskussionen. Das finde ich auch sehr gut, dass Leute, die einen guten Standpunkt für Informationen halt haben, hierher kommen, um das Mikrofon zu nehmen. Es ging ja eben um die Medien, ja? Sie haben jetzt aber eben nur um die über die russischen Medien gesprochen. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz auf die deutschen Medien kommen. Und dort, ich gucke mir das nicht mehr jeden Tag an, ganz ehrlich gesagt, weil ich werde schon ziemlich sauer dadurch, weil da ist eine Diffamierung von Menschengruppen im Gange. Das finde ich absolut nicht richtig, dass zum Beispiel pro-russische Menschen dort als pro-russische Separatisten, allein schon nur das Wort ist für mich schon irgendwo, das ist ja dann nur noch, das ist ja kein Mensch mehr, dann ist nur noch Separatisten, auf den kann man rumtreten und mit dem kann man halt machen, was man möchte. Und genauso hat man auch hier diese Mahnwachen versucht, in Gruppen zu diffamieren, indem man halt gesagt hat, dass die Anwesenden rechtsradikal wären und dass die angesprochenen Themen rechts wären. Und das war auch auf, da können wir auch gerade mal nochmal auf die Medien zurückgreifen, das war auf Kreisat, das war in der Zeitung, das war überall, weil wir halt Kulturzeit. Ja, im Fernsehen heißt die Sendung Kulturzeit, da war eine Frau, die hieß Jutta Dittfurt. Und die hat uns als neue rechte Aktivisten bezeichnet. Und es gab keine Gegenstimme im Fernsehen, im öffentlichen Fernsehen. Das ist eine Diffamierung von Menschenmassen und das darf einfach nicht passieren. Und das passiert bei uns in Medien im Norden im Bande. Dann haben wir auch das Wort Sympathisant. Dann haben wir so einige Wörter, die sind dafür da, dass die, man bezeichnet die Leute gar nicht als Menschen halt. Faschist. Genau. Und was haben wir da noch? Was war das? Antisemit. Genau so hatten wir uns auch dargestellt. Völliger Quatsch. Das spricht für die Mehrheit. Das ging mir eigentlich nur um die Medien. Ich wollte es gar nicht gegen Sie persönlich jetzt irgendwas sagen. Ich habe jetzt nur halt auf russischer Seite. Ich kann die russischen Medien leider nicht verfolgen, ich verstehe kein Wort. Aber ich kriege von russischen Freunden eigentlich immer erzählt, dass im russischen Fernsehen weitaus ehrlicher berichtet wird als im deutschen Fernsehen. Das kriege ich von Leuten aus Kasachstan und Freunden auch erzählt. Die sagen, die deutschen Medien wären weitaus schlimmer, was mir da ganz angeht. Danke. Oh, danke fürs Kommen. 1, 2, 3. Ja.